Was wissen wir über Shepard? Er wurde auf der Erde geboren. Über seine Familie gibt es keinen Eintrag. Er hat keine. Er ist quasi auf der Straße aufgewachsen. Er hat gelernt, auf sich selbst aufzupassen. Er musste mit ansehen, wie seine ganze Einheit auf Arkuse starb. Er könnte ein emotionales Trauma dabei erlitten haben. Fast alle Soldaten haben ein Trauma. Shepard ist ein Überlebenskämpfer. Wollen wir eine solche Person wirklich die Galaxie beschützen lassen? Nur solche Personen können überhaupt die Galaxie beschützen. Ich stimme dafür. Das Arcturus Prime Massenportal ist in Reichweite. Starte die Transmissionssequenz. Commander? Verbunden. Berechne Transitmasse und Ziel. Das Massenportal ist heiß. Zugriff auf Annäherungsvektor. Alle Stationen sichern für Transit. Licht, Annäherung eingeleitet. Portalkontakt in 3, 2, 1. Wow, das hat ordentlich gerumst. Navigationssystem, check. Interner Emissionsspeicher aktiviert. Alle Systeme online. Abweichung etwas weniger als 1500 Kilometer. 1500 ist in Ordnung. Ihr Captain wird zufrieden sein. Ich kann den Typen nicht ausstehen. Niles hat Ihnen ein Kompliment gemacht. Und Sie hassen ihn? Ich habe uns gerade einen Sprung über die halbe Galaxie machen lassen und dabei ein Ziel von der Größe eines Knopfes getroffen. Das ist nicht nur in Ordnung, sondern verdammt brillant. Außerdem bedeuten Spectres immer Ärger. Ich will ihn nicht an Bord haben. Nennen wir es Paranoia. Das ist Paranoia. Der Rat hat bei der Finanzierung dieses Projekts geholfen. Es ist ihr gutes Recht, jemanden abzustellen, der ihre Investition beurteilt. Das ist die offizielle Version. Aber nur Idioten glauben offizielle Versionen. Oh, ich war ganz meiner Meinung, Sie übertreiben, würde ich sagen, oder? Sie gehen vom Schlimmsten aus. Berufsrisiko. Wir gehen nirgendwo hin, es sei denn, es gäbe einen guten Grund dafür. Joker, Statusbericht. Sind gerade am Massenportal vorbei, Captain. Die Tarnsysteme sind aktiviert. Alles in Ordnung. Gut. Dann finden Sie eine Kommbarke und locken uns ins Netzwerk ein. Ich will, dass die Missionsberichte an die Allianz übermittelt werden, bevor wir Eden Prime erreichen. Jawohl, Captain. Nur zur Info, Sir. Niles scheint Sie heimsuchen zu wollen. Er ist schon hier, Lieutenant. Commander Shepard soll zu einem Briefing in den Kommunikationsraum kommen. Richten Sie das aus, jetzt. Alles klar, Commander? Ich bin unterwegs. Schon mal bemerkt, dass der Captain immer genervt wirkt? Nur wenn er mit Ihnen spricht, Joker. Der Joker ist irgendwie so ein kleiner negativer Typ und mein Charakter wirkt so ein bisschen steif, finde ich. Aber okay, das war im ersten Teil so. Die Animation angeht. Es ist wahr, ich habe ihn gerade gesehen. Sorry. Marschierte vorbei, als wenn er auf einer Mission wäre. Er ist ein Spectre, die sind immer auf... Ich bin auf Eden Prime aufgewachsen, Doc. Das ist kein Ort, den Spectres besuchen. Es gibt etwas bei dieser Mission, das nein ist uns nicht. Commander Shepard, ich hoffte, Sie hier allein zu treffen. So können wir ungestört sprechen. Der Captain wollte mich hier treffen. Er ist auf dem Wege.
Ich habe ein besonderes Interesse an der vor uns liegenden Welt, Eden Prime. Es soll sehr schön dort sein. Ich weiß ja eigentlich von nichts. Ich muss sie halt fragen. Ich war noch nie dort. Aber Sie haben davon gehört. Der Ort ist für Ihr Volk eine Art Symbol geworden, oder? Der Beweis, dass die Menschheit in der Lage ist, Kolonien in der ganzen Galaxie zu gründen und zu schützen. Aber wie sicher ist es dort wirklich? Wenn Sie etwas zu sagen haben, dann raus mit der Sprache. Ihre Leute gelten immer noch als Neuankömmlinge, Shepard. Die Galaxie kann ein sehr gefährlicher Ort sein. Ist die Allianz wirklich bereit dafür? Wir sollten dem Commander jetzt erzählen, was wirklich vor sich geht. Diese Mission wird alles andere als ein Testflug. Die machen ja ein Riesengeheimnis um die ganze Sache. Ich würde mal... Dürfte ich Sie um eine Erklärung bitten, Captain? Wir werden eine geheime Bergungsoperation auf Eden Prime durchführen. Dafür brauchen wir funktionstüchtige Tarnsysteme. Es wird sicherlich einen Grund geben, warum Sie mir nichts davon erzählt haben, Sir. Das kommt von ganz oben, Commander. Es sollten nicht mehr Informationen als unbedingt notwendig bekannt werden. Ein Forschungsteam hat bei Ausgrabungen auf Eden Prime eine Art Sender entdeckt. Einen proteanischen Sender. Ich dachte, die Proteaner wären vor 50.000 Jahren verschwunden. Ja, aber ihr Erbe ist noch da. Die Massenportale, die Zitadelle, das alles basiert auf proteanischer Technologie. Das ist eine bedeutende Sache, Shepard. Das letzte Mal, als die Menschheit etwas Ähnliches entdeckte, machte die Technologie einen Entwicklungssprung von 200 Jahren. Auf Eden Prime gibt es keine Möglichkeit, mit so einer Sache fertig zu werden. Der Sender muss für weitere Untersuchungen zur Zitadelle gebracht werden. Hier geht es offensichtlich um mehr als die Interessen der Menschen, Commander. Diese Entdeckung könnte alle Völker im Ratssektor betreffen. So, ich bin froh, dass Sie helfen. Sie klingen besorgt. Nee, wir stellen erstmal Fragen. Warum haben wir den Fund des Senders nicht für uns behalten? Die Menschen haben nicht den besten Ruf. Einige Völker halten sie für selbstsüchtig und unberechenbar und zu eigenständig oder sogar gefährlich. Indem wir den Sender zur Verfügung stellen, verbessern wir die Beziehungen zum Rat. Außerdem brauchen wir ihr technisches Wissen. Sie wissen einfach mehr über die Proteane als wir. Der Sender ist nicht der einzige Grund, warum ich hier bin, Shepard. Niles möchte Sie im Einsatz beobachten, Commander. Er soll Sie beurteilen. Was ist hier los, Captain? Die Allianz ist schon eine ganze Weile damit beschäftigt. Die Menschen wollen eine größere Rolle in der interstellaren Politik spielen. Wir wollen mehr Macht im Zitadellrat. Die Spectres repräsentieren die Macht und Autorität des Rates. Wenn sie einen Menschen aufnehmen, sagt das viel über den Fortschritt der Allianz aus. Nicht viele, die auf Akuse dabei waren, haben überlebt. Sie haben einen unglaublichen Überlebenswillen gezeigt. Ein sehr praktisches Talent. Darum habe ich sie in die Kandidatenliste für die Spectres eingetragen. Sagen Sie mir einfach, was ich tun soll. Ich muss mir ein eigenes Bild Ihrer Fähigkeiten machen, Commander. Eden Prime wird die erste Station einer Reihe von Missionen sein. Sie übernehmen das Kommando über das Bodenteam. Sichern Sie den Sender und bringen Sie ihn unverzüglich zurück zum Schiff. Niles wird Sie begleiten und die Mission beobachten. Untersuchen, nee, komm. Wir sind bereit zu gehen. Captain. Wir sind bald in... Captain, wir haben ein Problem. Was ist los, Joker? Eine Übertragung von Eden Prime. Das sollten Sie sich ansehen. Bringen Sie es auf den Bildschirm. Oh, da geht's aber gut ab. Wir werden angegriffen. Erleiden schwere Verluste. Verschiedene Punkte. Oha. Und da sollen wir jetzt hin. Keine Kommunikation mehr. Nichts. Zurück und bei 38,5 halten. Statusbericht. Noch 17 Minuten, Captain. Keine anderen Schiffe der Allianz in diesem Sektor.
Bringen Sie uns runter, Joker. Schnell und leise. Diese Mission ist um einiges komplizierter geworden. Ein kleines Einsatzteam kann sich schnell und unerkannt bewegen. Das ist die beste Möglichkeit, den Sender zu bergen. Holen Sie Ihre Ausrüstung. Wir treffen uns im Frachtraum. Lassen Sie Alenko und Jenkins sich fertig machen, Commander. Sie gehen runter. So, wir sollen jetzt in die Hölle und sollen die Welt retten. Tarnsysteme werden aktiviert. Das kann ja was werden. Das sind verdammt gewaltige Grabungsarbeiten, Captain. Ihr Team ist das Wichtigste bei dieser Operation, Commander. Gehen Sie direkt runter und machen Sie sich auf zur Ausgrabungsstätte. Was ist mit Überlebenden, Captain? Die Hilfe für Überlebende ist ein sekundäres Missionsziel. Der Sender hat höchste Priorität. Nähern uns Landestelle 1. Miles, kommen Sie mit uns? Ich bin alleine schneller. Niles wird vor Ihnen auskundschaften. Er gibt Ihnen Statusberichte zur Mission durch. Ansonsten will ich, dass Funkstille herrscht. Bereit zum Einsatz, Sir. Von hier aus übernehmen Sie, Shepard. Viel Glück! Nähern uns Landestelle 2. Der Bereich um das Schiff ist sicher, Commander. Das finde ich ja ein bisschen heftig irgendwie, dass die Überlebenden keine Priorität haben. Das spricht eigentlich nicht meinem Doktor. Hier ist es wirklich schlimm, Commander. Verdammt! Oh Gott, was ist hier geschehen? Das ist aber noch relativ friedlich. Ich hätte es mir schlimmer erwartet. Ah, jetzt kommen die Drohnen. Ah, scheiße. Ich würde auch sagen, wir wechseln mal die Waffe. Nehmen wir was Größeres. Vielleicht sollten wir mit Jenkins reden. Ich gedacht, wir hätten eine bessere Waffe Gebäude, genommen. Unzählige Leichen. Ich werde mich jetzt Ich versuche sie an der Ausgrabungsstelle einzuholen. Sehr gut. Bin schon sah im Bereich sicher. War noch nicht ganz. Weiß gar nicht, ob diese Bubble mich angreift oder nicht. Oh, aufpassen. Wer hat denn so viele Drohnen hier platziert? Das ist ja unglaublich. Ah, eine Überlebende, das ist gut. Hat zwar laut meinen Anweisungen keine Priorität, aber ich denke mal, wir werden uns trotzdem kümmern. Ei. Ah. Das war nicht schön. Boah, die sehen aber auch übel aus. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe. Ich finde das in dem Game noch ein bisschen komisch, dass wir immer die
Waffen so ziehen. Was haben wir denn hier? Gunnery Chief Ashley Williams vom 212. Haben Sie hier das Sagen, Sir? Geben Sie mir einen Statusbericht, Williams. Wir patrouillierten gerade das Gebiet um die Ausgrabungsstätte, als Sie angriffen. Wir haben noch versucht, einen Notruf abzusetzen, aber Sie haben unsere komplette Kommunikation gekappt. Seitdem kämpfe ich um mein Leben. Haben Sie eine Ahnung, mit was für einem Feind wir es hier zu tun haben? Ich glaube, das sind Geht. Die Geht haben den Nebel seit 200 Jahren nicht mehr verlassen. Warum sind sie jetzt hier? Sie müssen wegen des Senders hier sein. Die Grabungsstätte ist in der Nähe. Gleich hinter der Anhöhe. Er könnte noch da sein. Wir könnten Ihre Hilfe gebrauchen, Williams. Jawohl, Sir. Es ist Zeit für eine Revanche. Los geht's. So schnell ist mal wieder zu dritt. So, drücke die Escape. Ne, drücken Sie Escape, um den Truppenbildschirm zu öffnen und Talentpunkte auf neue Truppenmitglieder zu verteilen. So, was haben wir denn hier? Außerirdische Nichtratsvölker. Im Truppenbildschirm können Sie einen Blick auf die Talente Ihres Teams werfen. Ich würde sagen, wir gehen mal auf automatischen Stufenanstieg. Jawohl. So, was haben wir denn hier Schönes? Der Sender ist am anderen Ende dieses Grabens. Kiste öffnen. Erhaltene Gegenstände, Skorpion 1. Machen wir alles. Wer weiß, für was es gut ist. Oh, eine unheimliche Gegend hier. Ui, da sind ja noch mehr. Da. Oh, das gefällt mir doch. Also ein bisschen Feuerschutz kann ja nicht schaden. F für Nahkampfangriff, okay, müssen wir uns mal merken. Wer schießt denn da auf mich? Achso, nee, das sind meine. Unglaublich. Hier scheint nichts drin zu sein. Man merkt halt im ersten Teil, dass alles ein bisschen holprig. Der Sender war genau hier. Er muss bewegt worden sein. Und die Videosequenzen setzen ein bisschen später ein. Schwer zu sagen. Vielleicht wissen wir mehr, wenn wir das Forschungscamp erreichen. Glauben Sie, jemand konnte hier lebendig entkommen? Mit viel Glück. Vielleicht verstecken Sie sich im Camp. Es liegt direkt auf dieser Anhöhe, die Rampe da hoch. Kleine Planänderung, Shepard. Vor Ihnen liegt ein kleiner Raumhafen. Ich will mich da mal umsehen. Ich warte dort auf Sie. So, alles mitnehmen, was wir bekommen können. Das gilt ja für jedes Spiel.
Offenbar hat es das Camp schwer erwischt. Guter Platz für einen Hinterhalt. Halten Sie Ihre Waffen. Oh, Alter, wer tötet den Menschen auf diese Art und Weise, ey? Oder Außerirdische? Übel. Gott, die leben noch! Was haben die Gage ihnen angetan? Ein bisschen seltsam laufen hier schon, finde ich, ne? Ja, da muss man ruhig bleiben. Wenn die auf einen zukommen. Schön übel, ne? Hier noch ein paar überlebt haben. Sie ist verschlossen. Das Sicherheitsschloss ist aktiviert. Für den Zugriff auf einige verriegelte Objekte ist die Fähigkeit Dechiffrierung oder Elektronik erforderlich. Verfügt ein Truppenmitglied über eine der genannten Fähigkeiten, können Sie das Objekt über den Dechiffrierung bzw. Elektronikbildschirm oder mit Universal entriegeln. Rücken Sie zum zentralen Kern vor, bewegen Sie sich mit der Maus um den Ring links und rechts, klicken Sie, um nach innen und außen zu gehen, weichen Sie den Sicherheitsprogrammen aus. Okay. Ah. Ja, irgendwann kriegen wir das nochmal hin. Schade. Hat nicht geklappt. Okay. Haben wir denn noch eine Chance? Nee, leider nicht. So, auch hier gilt wieder alles nehmen, was wir kriegen können. Mal gucken, wo wir lang müssen. Ach, das ist unser Verbündeter. Das ist nicht Ihre Mission. Was machen Sie denn hier? Der Rat dachte, Sie könnten hier etwas Hilfe brauchen. Ich hatte nicht damit gerechnet, die Gate hier zu finden. Es sieht übel aus. Keine Sorge. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Oha. Was ist das da hinten? Ein Schiff. Sehe sich nur die Größe an. Auch mal den Truppenmitglieder, die versperren mir ja ständig den Weg. Thank you.
Leck mich an den Tisch. Da guckt er mich auf einmal von der Seite an. Ich dachte, was ist das denn? Ich würde sagen, wir müssen ein bisschen näher ran. Schöne Kreuzfeuer nehmen. So, jetzt scheinen beide tot zu sein. Nee, doch nicht. Jetzt aber, ne? Mann, der hat ja eine Menge ausgehalten. Commander, es ist Nihlus. Shit. Ein Turianer? Sie kennen ihn? Er ist Inspektor. Er war bei uns auf der Mauer. Da bewegt sich was. Hinter den Kisten. Augenblick! Nicht schießen! Ich bin einer von Ihnen! Ich bin ein Mensch! Warum schleichen Sie hier hinten rum? Es tut mir leid. Ich habe mich versteckt vor diesen Kreaturen. Ich heiße Paul. Ich habe gesehen, was mit dem Turianer passiert ist. Der andere hat ihn erschossen. Ich muss wissen, wie Nihlus gestorben ist. Der andere war zuerst hier. Er wartete hier, bis ihr Freund auftauchte. Er nannte ihn Saren. Ich glaube, sie kannten sich. Ihr Freund schien entspannt zu sein. Er vernachlässigte seine Abwehr und Saren tötete ihn. Schoss ihm direkt in den Rücken. Ich kann von Glück reden, dass er mich hinter den Kisten nicht gesehen hat. Wo ist Saren hingegangen, nachdem er Nihlus getötet hatte? Er sprang auf den Frachtzug auf, in Richtung der anderen Plattform. War wahrscheinlich hinter dem Sender her. Ich wusste, dass dieser Sender Ärger bedeutete. Seit wir ihn gefunden haben, ist hier die Hölle los. Erst tauchte dieses verdammte Mutterschiff auf, dann kam der Angriff. Sie töteten jeden. Jeden! Wäre ich nicht hinter diesen Kisten gewesen, wäre ich jetzt auch tot. Wie kommt es, dass Sie der einzige Überlebende sind? Warum hat niemand anderes versucht, sich hinter den Kisten zu verstecken? Sie hatten nie eine Chance. Ich war schon hinter den Kisten versteckt, als der Angriff begann. Moment. Sie hatten sich schon vor dem Angriff hinter den Kisten versteckt? Manchmal brauche ich ein Nickerchen, um eine Schicht zu überstehen. Also habe ich mich hinter die Kisten verzogen, wo mein Vorarbeiter mich nicht finden konnte. Sie haben überlebt, weil Sie faul sind? Wenn sie sich nicht zum Schlafen versteckt hätten, wären sie jetzt genauso tot wie alle anderen. Ja, stimmt schon. Ich möchte eigentlich gar nicht darüber nachdenken. Wir müssen diesen Sender finden, bevor es zu spät ist. Nehmen Sie den Frachtzug. Den hat auch der andere Turianer genommen. Ich kann nicht hierbleiben. Ich muss von hier weg. Das ist ja auch geil. Der verpisst sich von der Arbeit. Liegt hinter der Kiste und überlebt. Ja. Das nenne ich mal Karma. So, alles nehmen auf jeden Fall. Looten, bis der Arzt kommt. Taucht der denn auf einmal schon wieder auf hier? Komm, zeig dich, Bürschchen. Sehr gut. Gerade wo meine eine Waffe hier irgendwie gestreikt hat. Halten Sie linke Umschaltkräfte um. Halten Sie die linke Umschalttaste, um das Selektionsrad aufzurufen.
Item, Feinde und Objekte können mit Hilfe eines Massen-Effektfeldes geworfen werden. Überhitzt die Waffen der Feinde in der Nähe und untersucht. Hört sich auch ganz nice an. Ah, okay. Scharfschützengewehr ist gar nicht verkehrt. Der lebt nicht mehr. Ist auch nicht schlecht. Dadurch, dass die anderen ja auch immer groß feuern, kann ich natürlich auch ein bisschen offener rumlaufen. Ah, Aktivierung. Dass wir werden jetzt hier mit der Plattform gleich wegfahren. Setzt die Ladungen. Zerstört die ganze Kolonie. Hinterlasst keine Spuren, dass wir hier waren. Ah, übler Typ. Ein bisschen eine Stimme wie Batman. Typ ist echt irgendwie so ein bisschen steif, finde ich. Ja, irgendwie seltsam. Sprengladung. Die Gate müssen sie angebracht haben. Tempo, Tempo. Wir müssen alle finden und deaktivieren. So, entschärft. Denn hier? Ah, ein Schutzschild. Ob wir hier eine Sprengladung finden? Nee, hier ist keine. Scharfschützengewehr eigentlich. Ah, hier. Ich finde ja bis jetzt keine Bombe mehr. Entschärfen könnte. Gucken wir hier nochmal. Hier scheint auch keine zu sein. Ah, ich habe ein ganz gutes Team, muss ich sagen. Nicht schlecht.
ein paar Ladungen entschärft. Dann noch eine schöne Kiste, da nehmen wir auch wieder alles mit. Der nächste. Aber von der anderen Seite. Was, du sollst entschärfen. Also wenn das die Remastered-Version von dem Spiel ist, dann möchte ich ja nicht wissen, wie das ursprünglich mal war. Weil manchmal reagieren die Tasten einfach nicht. Oder die Aktion wirkt verzögert. So, prima. Ich würde sagen, da müssen wir weiterfahren. Musik ist aber ganz cool. Nee, ich dachte, hier kann man weiterfahren. Jetzt müssen wir ein bisschen überlegen. Die halten ja mehr aus als die anderen. So die Art Schrotflinte hier. Aufpassen, dass wir hier nichts übersehen. Auch wieder dasselbe. Man geht ran, drückt Space und passiert nicht großartig was. Normandy, der Sender ist sicher. Unfassbar. Er bietet sofortige Abholung. Funktionierende Proteaner-Technologie. Als er ausgegraben wurde, hat er das noch nicht gemacht. Etwas muss ihn aktiviert haben. Roger, Normandy, ich warte. Sie wurde davon angezogen irgendwie, ne? Shepard! Nein! Nicht ab! Zu gefährlich! Boah, Alter. Ich hoffe, der hat keinen Schaden davon genommen. Ist er tot? Eieiei. Wir haben das Schiff identifiziert, das auf Eden Prime gelandet ist. Es ist die Normandy, ein Allianzschiff der Menschen. Es war unter dem Kommando von Captain Anderson. Sie konnten die Kolonie retten. Und der Sender? Es kann sein, dass einer der Menschen ihn benutzt hat. Oh, da wird aber wer sauer. Da denkst du nichts Böses, aktivierst einen Sender und dann musst du eliminiert werden. Doktor? Dr. Chuck, was? Ich glaube, dass er aufwacht. Oh, wir haben es doch überlebt.
Hätte sich das mit dem Eliminieren so zu erledigt. Wir haben uns schon Sorgen gemacht, Shepard. Wie fühlen Sie sich? Wie bin ich hierher gekommen? Wie lange war ich weg? Ungefähr 15 Stunden. Irgendetwas ist da unten wohl mit dem Sender geschehen. Es war mein Fehler. Ich muss eine Art Sicherheitsfeld aktiviert haben, als ich näher rangegangen bin. Und Sie haben mich dann weggestoßen. Wo ist der Sender jetzt? Was ist mit ihm passiert? Der Sender ist explodiert. Vielleicht eine Systemüberlast. Die Explosion hat sie umgehauen. Der Lieutenant und ich mussten sie zurücktragen. Wie lautet die Diagnose, Doktor? Physisch gesehen fehlt Ihnen nichts. Aber ich habe einige ungewöhnliche Hirnaktivitäten festgestellt. Abnormale Beta-Wellen. Und außerdem eine Zunahme von REM-Phasen. Normalerweise ein Zeichen intensiver Traumaktivitäten. Ich habe gesehen, wie... Ich weiß nicht genau, was ich gesehen habe. Tod. Vernichtung. Es ist alles verschwommen. Ich sollte das im Bericht erwähnen. Vielleicht... Oh, Captain Anderson. Wie geht's dem Patienten, Doktor? Alle Werte scheinen normal. Der Commander wird sich bald erholt haben. Das ist schön. Shepard, ich muss mit Ihnen sprechen. Allein. Jawohl, Captain. Sie finden mich in der Offiziersmesse, wenn Sie mich brauchen. Dieser Sender hat Sie ja ganz schön erwischt, Commander. Und es geht Ihnen wirklich gut? Chief Williams gehört doch nicht zur Crew der Normandy. Ich dachte mir, dass wir Sie gut in unserer Crew gebrauchen können. Ich habe Sie auf die Normandy versetzen lassen. Sie wollten mich unter vier Augen sprechen, Captain? Ich werde Sie nicht anlügen, Shepard. Die Situation ist kritisch. Niles ist tot. Der Sender ist zerstört. Die Geth greifen an. Der Rat wird Antworten erwarten. Die Geth hätten die ganze Kolonie ausgelöscht, wenn ich sie nicht aufgehalten hätte. Ich werde für Sie und Ihren Bericht bürgen, Shepard. Meiner Meinung nach haben Sie alles richtig gemacht. Aber darum geht es jetzt nicht. Sondern um Zaren, diesen anderen Turianer. Zaren ist ein Spekter. Eine der besten. Eine lebende Legende. Aber wenn er mit den Geth kooperiert, ist er außer Kontrolle geraten. Und ein Spekter außer Kontrolle bedeutet Ärger. Zaren ist gefährlich und er hasst die Menschen. Er ist nicht nach Eden Prime gekommen, weil er die Menschen hasst. Das stimmt. Offensichtlich scheint Zaren mit den Geth zu kooperieren. Ich habe keine Ahnung wie oder warum. Aber es hat ganz sicher etwas mit diesem Sender zu tun. Sie waren da, kurz bevor der Sender sich selbst vernichtet hat. Haben Sie irgendetwas gesehen? Irgendeinen Hinweis darauf, was Zaren gesucht hat? Kurz bevor ich ohnmächtig wurde, hatte ich eine Vision. Eine Vision? Was für eine Vision? Künstliche Wesen. Vielleicht geht. Sie haben die Menschen abgeschlachtet. Sie haben niemanden verschont. Wir müssen dem Rat davon erzählen, Shepard. Was sollen wir ihnen sagen? Dass ich schlecht geträumt habe? Wir wissen nicht, welche Informationen im Sender abgespeichert waren. Vielleicht etwas über proteanische Technologie, vielleicht Pläne von früheren Massenvernichtungswaffen. Was immer da drin war, jetzt hat es Zaren. Aber ich kenne Zaren, seinen Ruf und seine Ansichten. Er hält die Menschheit für einen Schandfleck der Galaxie. Dieser Angriff war ein Kriegsakt. Er verfügt jetzt über die Geheimnisse des Senders und über eine ganze Armee der Geth. Und er wird nicht aufhören, bis er die gesamte Menschheit ausgelöscht hat. Ich werde einen Weg finden, ihn aufzuhalten. Das wird nicht ganz einfach sein. Er ist ein Spekter. Er kann überall hingehen und machen, was er will. Deswegen müssen wir den Rat auf unsere Seite bringen. Wir werden beweisen, dass Zaren außer Kontrolle ist. Dann wird ihm der Rat seinen Status als Spekter entziehen. Ich werde den Botschafter kontaktieren und versuchen, eine Anhörung vor dem Rat zu arrangieren. Wir sollten ihn sofort nach Ankunft in der Zitadelle aufsuchen. Wir sind bald da. Gehen Sie hoch zur Brücke und sagen Sie Joker, dass er uns ins Dock bringen soll. Und fliegt er irgendwie, ist so ein bisschen wie der Rat der Jedi, ne? Warte, juckt mir die Nase. Da ist Heuschnupfen. Hey, Commander.
So, Freunde, ich würde aber sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich würde sagen, wir haben uns das Ganze jetzt angeguckt und werden es auf jeden Fall weiterspielen. Lasst mal ein Abo da. Kommentar. Daumen nicht vergessen. Dann sehen wir uns in eines der nächsten Videos. Bis dahin.